Und weiter geht's in Ski Challenge 2015. Nachdem Gröden mittlerweile auch schon wieder zu Ende ist, geht es nun weiter im Weltcup. Neue Strecke verfügbar, und zwar die Rede ist von Bormio. Es geht weiter in Italien. Und ich würde sagen, jetzt einmal zur Abwechslung, dass wir uns das auch mal anschauen. Wir sind ja bis dato immer bei Sonne, einmal bei Eis gefahren. Wäre auch interessant, wie das bei Neuschnee das Ganze hier aussieht. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Müssen wir uns ja auch noch fürs Rennen qualifizieren? Können wir das auch parallel gleich mal machen? Das passt. Der Bormio ist wie jedes Jahr mit am Start in Ski Challenge. Auch wenn ich sogar glaube, dass in echt im Ski-Weltcup dieses Jahr gar nicht in Bormio gefahren wird. Bin ich mir gar nicht sicher. Wie auch immer, aber hier in Ski Challenge ist es wieder mit am Start, wie immer. Bormio ist eigentlich auch einer der Klassiker, kann man sagen, in Sachen Abfahrtsläufe. Großen Klassiker, Oberklassiker, Kitzbühel, Wengen, die kommen natürlich dann noch. Aber Bormio, das ist auch schon sehr, sehr nice. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das eben hier aussieht. Bei Neuschnee, das sieht ja dann wieder etwas anders aus. Und gegen den nächstbesten fahren. Ja, sendet. Machen wir nicht, machen wir wieder nach Rang. Bei Neuschnee werden wir schon nicht so viel fahren. Machen wir mal nicht 13.000, dann machen wir hier 9.000. Mal schauen. Kein Pass, der Geist gewonnen, soll das ein Scherz sein? Es sind noch keine 9.000 gefahren bei Neuschnee. Gut, wie gesagt, Neuschnee fahren einfach nicht so viele. Dann machen wir mal hier 2 Millionen, nein. 1.500. Ah, 15.000, bin ich bekloppt hier. Na, jetzt. Spider. Gut, so, die Ski dementsprechend. Ich sehe komplett anders einzustellen. Gleiten können wir da ruhig hier auf 70 stellen. Probier's einfach mal. Naja, vielleicht noch ein bisschen weniger. Egal. Muss man eben sich selber reinfinden. Ich probiere es einfach mal. Start rein gegen Spider-Man. Ne, gegen Spider-7-3 irgendwas. Wie auch immer, Strecke kenne ich natürlich. Das ist ja klar, weil wie gesagt, ist ja jedes Jahr mit am Start. Dem Mal, ob ich so gut erwischen werde, war gar nicht mal so schlecht hier schon mal. Und eben hier, man sieht's, Nebel, Neuschnee. Deswegen sieht man das nicht so weit vorweg, wo dann die jenes und das Tor wieder ist. Nein, oh mein Gott, fahre ich da schon wieder fast rein hier. Ich glaube, ist sogar eine kleine Welle. Nein, nein. Oh, da kommt das Tor sehr, sehr enge. Enge, hier ging auch nicht schlecht. Nein, vielleicht hätte ich wirklich über 70 hier aufhauen können. Egal, gut. Jetzt einfach nicht stürzen hier, das sind nur mal die schwierigen Passagen hier. Gut erwischt. Das ist für meine Verhältnisse. Und da ist der Fälle! Nein, ich bin kaputt. Neuer Versuch. Gut. Die Stelle merkt man uns. Die ist nämlich ziemlich zäh. Naja, so einfach geht's dann auch wieder nicht. Könnte ich vielleicht sogar einen Hocker, ja, das geht wahrscheinlich noch schneller hier das zu fahren. Aber egal. So. Probieren wir hier einen Hocker durchzufahren. Ja, einigermaßen gut um die Kurve hier gekommen. So. Jetzt holen wir vielleicht gar nicht so viel ausholen müssen hier. Bei dem Tor wird es allerdings eng. Huhu. Geht sich hier knapp aus. Dann leichter Sprung. Okay, doch, gar kein Sprung. Bei Neuschnee ist vielleicht gar kein Sprung. Bei einem Sonnensprung, ich weiß es nicht. So, und jetzt hier. Welle 1. Bam. Und dann kommt die zweite Welle hier. Und gleich darauf das Tor. Hat geklappt. So, früher hat man hier woanders mittendurch abkürzen können. Das hat es früher mal auch gegeben. Ski Challenge, weiß ich nicht, 08 oder so, wo das noch war. Mittlerweile muss man sich auch nach der Linie halten. Glaube ich zumindest. Ich glaube mittlerweile, wenn du da abkürzen willst, ja, dann stürzt du. Also du fährst freie Strecke, Freeride, glaube ich, heißt das. Da kannst du vielleicht sehr abkürzen. Aber bei Freeride ist es das Ding, dass du abkürzen kannst. Dann stürzt du vielleicht auch nicht. Egal. Wie auch immer. So. Jetzt heißt gleiten, gleiten, und da schadet eben ein schneller Ski nicht unbedingt. Das ist nicht so schlecht hier bei den Passagen. Es geht nicht sonderlich steil hier, sondern einfach gleiten. Da braucht man wirklich einen schnellen Ski. Hätte ich wirklich noch schneller vielleicht stehlen können. Wie? Na, stehen. Was will ich jetzt sagen? Stellen, genau. Ich bin da dort, ich meine. Ich hab mich für bekloppt. Nicht stürzen. Der ist sehr, sehr bitter gewesen. Boah. Doch, läuft doch besser als erwartet hier. Also entweder sind noch nicht so viel gefahren hier. Bei Bormio. Neuschnee fahren, wie gesagt, sowieso nicht so wenig. Ich bin vielleicht auch gut, oder ich habe anstatt 1200 doch 12.000 Positionen angegeben.
Ich weiß es nicht, gegen wen ich fahre. Mal schauen. Oder wo bin ich jetzt hier wieder gestürzt? Wäre es gewesen. Und ein Sprung ins Ziel. Bam! Das sieht nice aus. Platz 794. Ja, jetzt fahren da an voller Ansicht nach hier doch nicht so viel. Ja, aber immer, wenn man sich das trotzdem anguckt, trotzdem rund 7 Sekunden hier langsamer auf den ersten. Das ist schon krass. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Also so sieht es also aus bei Neuschen. Ist auch interessant. Vielleicht ist das Rennen ja dann auch bei Neuschen. Kann ja sein. Erstes war bei Sonne, zweites bei Eis. Was ist das dritte? Mal schauen. Welches mal Rennen ist, wann ist er Rennen hier? Wochenende am nächsten wird es wahrscheinlich sein. Jo, so ist es auch. Wie auch immer, und dann ist es natürlich auch interessant, muss man sagen, man kann ja auch viele andere kleine Minispiele hier wie gewohnt auch bei den Strecken fahren, wo allerdings keine Rennen also sind, sondern wo man sich halt so sieht, in wie viel Platz ist man. Normale Zeitrennen, dann gibt es Parallelrennen, das ist allerdings wieder was Spezielles, das schauen wir uns ein andermal dann auch nochmal genau an. Aber wie hier beispielsweise gesagt, Freeride, das können wir ja ganz kurz machen hier. Und auch gleich mal bei Bormio. Online natürlich, und dann schauen wir mal, wie das ablaufen wird. Das kann auch wieder ein großer Spaß werden hier. So, da sind wir. Und ich weiß gar nicht, kann man da bei Freeride dann auch einstellen, ob man Schnee fährt oder sonst. Geht wahrscheinlich auch. Egal, wie immer. So, dementsprechend können wir hier mehr als nur reinhauen. Ich probiere es mal so. Schauen wir einfach mal. Geist, fahren wir wirklich mal nach Rang 100. Der wird mir davon fahren und ich werde ihn nie sehen. Aber egal. So, Freeride. Let's go. Ich glaube, ich fahre hier gleich rüber. Es gibt eben keine Tore oder sonst irgendwas, nach dem man sich halten muss. Man kann also fahren, wie immer, wenn man denn fahren möchte. Ziel ist ganz simpel, einfach so schnell wie es nur geht ins Ziel kommen. Irgendwo herumfahren, wo man denn meint, das ist der schnellste Weg. Und ich meine, da sind Feld drin. Na, oh, Mann. Ja, toll hier. Muss natürlich von vorne starten. Sonst wird es schwer, dann einzuholen. So, vielleicht gleich in der ersten Hocke. Vielleicht doch in der Hocke bleiben. Ja. Ist auch interessant. Kann man sich natürlich auch angucken. Letztes Mal gezeigt in der Wiederholung auch so. Wo fahren der Führende? Wie lautet den seine Strategie hier? Wo der fährt? Ob der vielleicht hier auch rüberfährt oder eher nicht. Ich probiere es jetzt mal eher so, dass ich den blöden Wellen hier ein bisschen mehr entgegen kann, um trotzdem reinzufahren. Oh, holla. Hat wahrscheinlich mal knapp hier. Kann ich hier einfach runterstechen? Oh, oh, da schlagt's. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, das ist krass. Oh mein Gott, ist das Tempo. What the fuck, wo kommt der Typ her? Wo ist denn der gefahren hier? Okay, es gibt anscheinend doch eine deutlich schnellere Linie, als ich sie jetzt wieder gefahren bin. Oh mein Gott! Wand! Das interessiert mich jetzt aber wirklich. Das können wir ja mal ganz kurz hier angucken. Geist vom Führenden. Übersah sich schon interessant. Besonders bei Freeride eben hier. Ich mag mal hier ein bisschen schneller, das können wir eben besprechen. Gut, der fährt auch so. Da fährt er so, so, so. Jetzt wird es interessant. Wo fährt er hier? Fährt ich also auch mehr nach der Linie hier, um den Wellen zu entgehen. Und jetzt, jetzt wird es interessant. Fährt er hier direkt hier rüber? Und da hab ich verkackt. Wow. Halleluja. Halleluja. Ich werde scheitern, aber ich probiere es trotzdem. Genau, fahren wir mal gegen den Besten hier. Das ist interessant. Ich fahre ihm einfach nach. Siehst du, ich bin in Führung. Nein, gar nicht. 5 Sekunden war hier für. Wo fahrt er hin? Ja. Man lernt aus dem Besten. So, gut zuschauen. So. Ziel ist, ihn so lange wie es nur geht im Blickfeld zu haben. Wart auf mich, Bro! Ach du liebe Zeit. Nein! What the fuck? What the fuck? Boah! Ha! Geschafft! Wie knapp, wie knapp. Wie krass das ist, ey. Da kriegst du ein Tempo zusammen. Das ist absolut der Wahnsinn. Besonders hier runter! Ah! Das gibt's doch nicht! Ich schalte hier schon wieder. Replay.
So. Dann Leute, versuchen jetzt gleich hier mal den Hock. Ne? Das geht sogar schneller hier, glaube ich. Ja. Ist jetzt hier besser gegangen. Wow. Ruhig Blut. Das sieht nicht mal so schlecht aus. Hat ja. Ja. Bevor ich. Warum ich hier viel zu viel in die Wellen hier rein? Die muss man eben hier ausweichen. Das sind also vier. Naja. Einigermaßen. Hat natürlich ein bisschen Tempo gekostet. Ist interessant, wie viel kmh kriegen wir hier zusammen? Wenn ich es überstehe, ist natürlich. Boah, da hat schon mal hier einen Sprung hier. 56 Meter oder was? Warte hier. Geht wahrscheinlich noch weiter. Oh, du heilige Scheiße. Wie viel kmh sind das hier? 150 glaube ich sind es nicht. Ich würde gerne nebenbei auch noch schauen, wie viele sind, aber. Dann würde ich komplett scheitern. So scheite ich. Oh ne, egal. Oh, ganz knapp hier an der Wand. Er fährt mir davon, das war vorher zu sehen. Unter 5 Sekunden Rückstand. Das wäre schon geil. Oh, ich sehe noch. Ich sehe noch. Ob ich ihn wohl bis ins Ziel sehe? Nein, sehe ich nichts mehr. Ah, 5 Sekunden. Wo ist seine Linie? Ach, hier sind sie. Ah, ich stehe ja kurz die Linie gesehen. Vielleicht habe ich einen schnelleren Schienen, kann ich noch ein paar Hundertstel gut machen. Nein. Auch gar nicht so viel kommt hier dazu. Ja. Das ist ein schöner Freeride hier runter. Bin gespannt, wie viel da ich dann hier bin. Okay, da ist hier vor Seite vorbeigefahren. Das wäre natürlich clever gewesen. Aber egal. Und der Sprung ins Ziel bringt mich auf Platz. Das ist natürlich die Bestzeit. 371. Ja, bin ich schon einigermaßen zufrieden, muss ich sagen. Also das ist wirklich lustig, muss man sagen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, hier Freeride. Das macht schon Spaß, besonders hier auch in Bormio, besonders in den oberen Passagen. Da geht schon die Post ab, kann man wirklich nur sagen. Von daher euch weiterhin viel Spaß in Ski Challenge. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao.